Mit den Schlachtschiffen der Yamato-Klasse entstanden in den 1930er und 1940er Jahren in Japan die größten Schlachtschiffe der Welt. Der Entschluss zum Bau solch gewaltiger Schiffe war das Resultat politischer und militärischer Überlegungen. Um ihre Entwicklung und ihren damaligen Stellenwert richtig einordnen zu können, ist es von wesentlicher Bedeutung, die Entwicklungsgeschichte der japanischen Flotte nachzuvollziehen. Die Yamato-Klasse entstand nicht aus einer Laune größenwahnsinniger Militärs heraus, sondern hatte eine ebenso lange wie interessante Vorgeschichte. Tragisch für die japanische Nation war die Tatsache, dass zumindest was den maritimen Sektor betrifft, der Aufwand nie in einer gesunden Relation zum Ertrag stand. Durch zu lange Bauzeiten überalterten Projekte immer wieder in den Werften. Als die Schiffe dann endlich in Dienst gestellt werden konnten, hatte sie die weltweit rasant fortschreitende Entwicklung im Kriegsschiffbau schon wieder überholt. Gefangen in einer unflexiblen Denkweise wurden die Japaner fast immer zuerst ihr eigenes Opfer. Sie verwandten in so manches Schiffsprojekt ungeheure Energien, um dann am Schluss doch mit leeren Händen dazustehen. Es genügte eben nicht nur, große Schiffe mit gewaltigen Kalibern zu bauen, es musste hinter jeder Großkampfschiffbauklasse auch ein längerfristig funktionierendes Konzept stehen. Und genau das war eben nicht der Fall. Die Seeschlacht bei Tsushima vom 27. bis 28. Mai 1905, aus der Japan als Sieger hervorging, darf als Tag des Erwachens der Seemacht Japan verstanden werden. Die Schlacht endete mit einer vernichtenden Niederlage der russischen Flotte und war vorentscheidend für den Ausgang des russisch-japanischen Krieges. Der Aufbau einer leistungsstarken, modernen Marine war nicht nur für die strategische Verteidigung des eigenen Landes von Bedeutung, sondern auch für die Fähigkeit, offensive Operationen strategischen Charakters durchführen zu können. Schon frühzeitig war in Japan eine ausgesprochene Neigung für große Schiffe und große Kaliber entstanden. In den Giganten zur See sah man ein geeignetes Mittel, Japans Kraft und Stärke nach außen hin zu demonstrieren. Standfestigkeit, Stabilität und der Schutz lebenswichtiger Schiffs- und Personeneinrichtungen hingegen wurden stets vernachlässigt.
So entstanden bereits vor der Seeschlacht bei Tsushima in den Jahren 1903-04 Pläne für den Bau von Großkampfschiffen mit 17.000 Tons. Bewaffnet mit 8 30,5 cm Geschützen in Doppeltürmen, zwei vorne und zwei Achtern, wollte das Kaiserreich neue Maßstäbe beim Bau von Großkampfschiffen setzen. Eine schwere Schiffsartillerie mit 30,5 cm Geschützen würde eine gewaltige Steigerung der Feuerkraft jedes einzelnen Schiffes gegenüber den zu dieser Zeit vorherrschenden Geschützkalibern anderer Marinen bedeuten. Auch wenn diese Großlinienschiffe nie realisiert wurden, die Ambitionen Japans waren damit klar, denn zu dieser Zeit verfügte noch keine andere Seemacht über derart große Schiffe. In Japan begann die Ära der Großkampfschiffe 1903 mit den beiden Linienschiffen der Satsuma-Klasse. Mit ihren ca. 19.500 Tons stießen sie in bisher unbekannte Dimensionen des Kriegsschiffbaus vor. Satsuma und Aki sollten die beiden ersten All-Big-Gun-Battleships der Welt werden. Das ehrgeizige Vorhaben scheiterte jedoch schon im Ansatz, denn die dafür erforderlichen 12 30,5 cm Geschütze konnten aufgrund finanzieller Engpässe nicht in England bezahlt werden. So erhielten Satsuma und Aki nur zwei Doppeltürme, einen vorn und einen achtern, mit insgesamt 4 30,5 cm. Für die Mittelartillerie griff man auf die wesentlich preisgünstigeren, weil deutlich schwächeren 25,4 cm Geschütze zurück. Auf 6 Doppeltürme verteilt kamen 12 zur Aufstellung. Nach den Stapelläufen Satsuma am 15. November 1906 und Aki am 15. April 1907 vergingen fast 4 Jahre, bis die beiden Linienschiffe Satsuma am 25. März 1909 und Aki am 11. März 1911 endlich in Dienst gestellt werden konnten. Ausgehend vom Planungsbeginn 1903 waren 8 Jahre vergangen. Begonnen als richtungsweisende Neubauten für die Zukunft, waren sie mit dem Tag ihrer Indienststellung bereits veraltet. Obwohl sie der damaligen Größenklassifizierung für ein Linienschiff entsprachen, waren sie, aufgrund ihrer zu schwachen Bewaffnung, als Vor-Dreadnought-Linienschiffe einzustufen. Nach einer längeren Pause erfolgte dann erst 1909 mit den beiden Einheiten der Kawashi-Klasse der nächste Versuch Japans im Großkampfschiffbau. Japanische Konstrukteure hatten einen selbstständigen Entwurf, diesmal für die beiden ersten echten Großlinienschiffe gemacht. Mit ihren 12 30,5 cm Geschützen, aufgestellt in 6 Doppeltürmen, einer vorn, einer achtern und je 2 an der Steuerbord- und 2 an der Backbordseite, erfüllten Kawashi und Zetsu die notwendigen Attribute, um als Großlinienschiffe anerkannt zu werden. Als beide Schiffe 1912 in Dienst gestellt werden konnten, waren sie mit rund 21.000 Tons nur unwesentlich größer als die vorausgehende Satsuma-Klasse. Mit der unzureichenden Geschwindigkeit von nur 18 Knoten waren sie zu langsam und ebenfalls von der aktuellen Entwicklung im Großkampfschiffbau überholt. Der Lebenslauf beider Schiffe war dann auch recht unspektakulär. Kawashi endete in der Bucht von Tokuyama am 12. Juli 1918 durch eine Explosion der Munitionskammer. Zetsu wurde nach nur etwas mehr als 9 Jahren schon am 7. September 1921 außer Dienst gestellt und zum Zielschiff umgebaut. Sie diente den japanischen Trägerpiloten, die in späterer Zeit den Angriff gegen Pearl Harbor flogen, als Übungsziel für Torpedoangriffe. Das alte Linienschiff überstand sogar den Zweiten Weltkrieg. Nach einem Fliegerangriff am 24. Juli 1945
war Setsu auf Grund gesetzt worden. Erst 1947 begannen schließlich die Abwrackarbeiten. Neben dem Gedanken des massiven Schlachtschiffbaus etablierte sich fast zeitgleich die Idee, Schlachtkreuzergeschwader aufzustellen. Es handelt sich dabei um große Kreuzer, die die Bewaffnung von Schlachtschiffen 30,5 cm tragen sollten, aber hinsichtlich Panzerung deutlich schwächer zugunsten einer höheren Geschwindigkeit ausgelegt waren. Diese Schlachtkreuzer sollten eine den Linienschiffen überlegene Geschwindigkeit von rund 25 Knoten erreichen und einen großen Fahrbereich bei hohen Fahrstufen erzielen. Lord Fischers Ansicht, Speed is the best protection, sollte sich bald als katastrophale Fehleinschätzung erweisen. Die Forderung nach hoher Geschwindigkeit zog zwangsläufig eine viel zu schwache Panzerung nach sich. Selbst einem Gefecht mit artilleristisch schwächeren Gegnern konnten diese Schlachtkreuzer deshalb im Schiff-zu-Schiff-Vergleich kaum standhalten. Als die britischen, dann 1916 in der Skagerrak-Schlacht auf die deutschen Schlachtkreuzer trafen, offenbarten sich ihre Konstruktionsmängel. Japan machte auch bei den Schlachtkreuzerprojekten fatale Fehler. Es wurde mit der Planung begonnen, ohne vorher auch nur ein einziges wirklich durchkonstruiertes Großlinienschiff zu besitzen. Der Bau der Kongo in England, quasi als Modellschiff für weitere Schlachtkreuzerneubauten, brachte so zwangsläufig die britischen Konstruktionsfehler in die japanische Marine. Denn in seiner Bauweise entsprach Kongo mehr oder weniger der völlig unzureichenden britischen Lion-Klasse. Alle weiteren großen Einheiten der Kongo-Klasse wurden dann mit immer weniger Beteiligung ausländischer Materialien in Japan in Eigenregie fertiggestellt. Mit dem Typschiff Kongo war am 17. Januar 1911 begonnen worden. Rund eineinhalb Jahre später, am 18. Mai 1912, erfolgte der Stapellauf. Am 16. August 1913, rund zweieinhalb Jahre nach Baubeginn, konnte der Schlachtkreuzer in Dienst gestellt werden. Dem Typschiff folgten die drei Schwesterschiffe Hiei, Haruna und Kirishima. Mit einer Konstruktionsverdrängung von rund 27.500 Tons dürfte die Einsatzverdrängung der Kongo-Klasse so etwa bei 30.000 Tons gelegen haben. Die schwer bewaffneten Schlachtkreuzer bildeten mit ihren 8 35,6 cm Geschützen und ihrer starken Mittelartillerie von 16 15,2 cm den ersten Höhepunkt im japanischen Großkampfschiffbau. Die vier Einheiten erreichten mit 27,5 Knoten eine beachtliche Geschwindigkeit. Ende der 1920er Jahre wurden die Schlachtkreuzer ersten umfangreichen Modernisierungen unterzogen. Als erstes Schiff ging 1927 Haruna in die Werft. Kirishima folgte 1929, Kongo 1930. Für Hiei war ein Umbau zunächst nicht vorgesehen. Sie sollte, aufgrund bestehender Flottenverträge, als überzählig ausgesondert und künftig als Schulschiff Verwendung finden. Aufgrund einer neu gefassten strategischen Konzeption erfolgte dann schon Mitte der 1930er Jahre ein weiterer Umbau. Die Schlachtkreuzer sollten künftig die Sicherung von Trägerkampfgruppen übernehmen.
Dies verlangte eine Erhöhung der Geschwindigkeit. Die Einheiten erhielten neue Antriebsanlagen und wurden um 8 Meter verlängert. Mit rund 30 Knoten waren sie jetzt so schnell wie nie zuvor. Ihre Einsatzverdrängung war zwischenzeitlich auf beachtliche 36.500 Tons angewachsen. Ende der 1930er Jahre gab es nur drei britische Schlachtkreuzer, Hood, Renown und Repulse, die mit 31 Knoten mithalten konnten. Nur die deutsche Scharnhorst-Klasse übertraf mit 36 Knoten alle Konkurrenten deutlich. Was den Schlachtschiff- bzw. Linienschiff-Neubau betraf, begann Japan schon 1912 mit zwei weiteren Schlachtschiffen. Die Fuso-Klasse erreichte eine Einsatzverdrängung von ca. 31.000 Tons und war mit 12 35,6 cm Geschützen, aufgestellt in 6 Doppeltürmen Mittschiffs, schwer bewaffnet. Die kampfkräftigen Einheiten erreichten 23 Knoten Geschwindigkeit und waren nach ihrer Indienststellung im Jahre 1915 Fuso und 1917 Yamashiro die beiden ersten Schlachtschiffe moderner Prägung in der japanischen Flotte. Nachdem auch hier erfolgten Umbau Ende der 1920er Jahre, hatte sich das ursprüngliche Aussehen deutlich verändert. Der Hyuga-Klasse folgten gleich zwei weitere 32.000 Tons Schlachtschiffe ähnlicher Bauart. Sie waren ebenfalls mit 12 35,6 cm Geschützen bewaffnet und erreichten mit 23 Knoten die gleiche Geschwindigkeit wie ihre Vorgänger. Nach ihrer Indienststellung am 15. Dezember 1917 Ise und am 30. April 1918 Hyuga verfügte die japanische Schlachtflotte bereits über 8 moderne Großkampfschiffe. In dem Bestreben, immer größere Schiffe mit immer stärkeren Kalibern zu bauen, entstanden ab 1917 mit der Nagato-Klasse zwei gewaltige Neubauten, die eine neue Größendimension im Schlachtschiffbau einläuteten. Mit fast 35.000 Tons Einsatzverdrängung und gewaltigen 8 40,6 cm Geschützen, mittschiffs aufgestellt in 4 Doppeltürmen, 2 vorne, 2 Achtern, verfügte die Flotte des Tenno ab 1920 Nagato und 1921 Mutsu über die beiden ersten Schlachtschiffe der Welt, die 40,6 cm Geschütze trugen. Mit 26,7 Knoten erreichten sie zudem fast die Geschwindigkeit von Schlachtkreuzern. Ihre starke Mittelartillerie bestand aus 18-14 cm Kasemattengeschützen. In 2 Decks, 6 unten, 3 darüber, waren sie jeweils an der Steuerbord- und Backbordseite aufgestellt. Als Weiterentwicklung waren zwei Einheiten der Tosa-Klasse geplant. Mit über 44.000 Tons Einsatzverdrängung sollten sie sogar 10 40,6 cm Geschütze tragen. Die Schiffe wurden 1920 begonnen, liefen auch 1921 vom Stapel, durften jedoch aufgrund des Washingtoner Flottenabkommens nicht als Schlachtschiffe fertiggestellt werden. Im Juli 1922 erfolgte daher der Baustopp für Tosa und im Oktober der für Kaga. Tosa wurde abgebrochen, Kaga als Flugzeugträger fertiggestellt.
Auch was den Bau von Schlachtkreuzern betraf, war mit der Amagi-Klasse an eine weitere Baureihe gedacht worden. Aber auch diese Einheiten durften nicht als Schlachtkreuzer fertiggestellt werden. Amagi wurde durch ein Erdbeben zerstört, Akagi als Flugzeugträger fertiggestellt. Die Entwicklungsgeschichte von japanischen Schlachtkreuzern fand dann im dritten, nicht mehr realisierten Projekt B-64 und B-65 ihren Abschluss. Mit 9 31 cm B-64 und 6 36 cm Geschützen B-65 sollten diese ein Gegenstück zur amerikanischen Alaska-Klasse bilden. Die auf rund 35.000 Tons zu schätzenden Schlachtkreuzer sollten 34 Knoten erreichen. Durch die 1922 im Washingtoner Flottenabkommen definierten Bedingungen für den Kriegsschiffbau und das Londoner Flottenabkommen von 1930 war Japans Seerüstung deutlich ins Hintertreffen geraten. Briten und Amerikaner hatten die Abkommen geschickt zu ihren Gunsten lanciert. Die japanische Marineleitung konterte mit einer umfangreichen Modernisierung seiner Großkampfschiffe und erhöhte deren Kampfkraft. Die Stellung des Inselreichs wurde dadurch insoweit gefestigt, dass es ab 1934 allein von einer der beiden angelsächsischen Seemächte kaum mehr gefährdet werden konnte. Da die USA und Großbritannien dem japanischen Anspruch auf Gleichberechtigung hinsichtlich der Flottenrüstung weiterhin ablehnend gegenüberstanden, kündigte Japan Ende 1934 die bestehenden Verträge. Japan zog sich ab 1934 völlig zurück. Es wurden keinerlei Zahlen oder Daten über den Kriegsschiffbau mehr veröffentlicht, alle Projekte einer strikten Geheimhaltung unterzogen. Eine Anfrage des britischen Botschafters Ende Januar 1938 in Tokio, ob Japan Schlachtschiffe mit mehr als 35.000 Tons auf Stapel liegen habe, erhielt folgende Antwortnote. Japan verweigert jede Auskunft über seine Flottenbaupläne unter Hinweis auf bestehende Verträge, in denen keine vertragliche Mitteilungspflicht vereinbart worden war. Die drei Vertragsmächte des Londoner Flottenvertrages, USA, Großbritannien und Frankreich, setzten daraufhin die Standardverdrängung für Schlachtschiffneubauten auf 45.000 Tons herauf. Da die Gerüchte über angebliche japanische Großkampfschiffneubauten einfach nicht verstummen wollten, sah sich der japanische Marineminister Yonai am 8. Dezember 1938 dazu veranlasst, folgende Erklärung herauszugeben. Japan habe keine Schiffe auf Stapel liegen, die 40.000 oder 45.000 Tons haben. Dies entsprach exakt der Wahrheit, denn Japan hatte tatsächlich keine Großkampfschiffneubauten mit 40.000 oder 45.000 Tons auf Stapel liegen, sondern gigantische Super-Schlachtschiff-Neubauten mit über 60.000 Tons. Kernstück des ab 1934 einsetzenden Großflottenbauprogramms waren Schlachtschiffe von gigantischen Abmessungen. Ihrer Grundkonzeption nach sollten sie durch Geschützfeuer unversenkbar sein. Gleichzeitig sollten sie schwerste Schläge austeilen können. Der politische Leitgedanke gipfelte darin, das einzelne Schiff so stark zu machen, dass selbst die im Hinblick auf ihre Wirtschaft und Industrie überlegenen USA nicht in der Lage sein würden, ohne weiteres in kurzer Zeit etwas Ebenbürtiges zu bauen.
Die zukünftigen japanischen Schlachtschiffe sollten die Amerikaner außerdem dazu verleiten, Antwortbauten in Auftrag zu geben, die aufgrund ihrer Größe nicht mehr den Panama-Kanal passieren konnten. Als obere Grenze hierfür wurde in Japan eine Typverdrängung von etwa 63.000 Tons geschätzt. All diese Überlegungen gipfelten schließlich in der Yamato-Klasse, der größten jemals gebauten Schlachtschiffklasse. Die ersten Entwurfsarbeiten hatten im Herbst 1934 begonnen. Der endgültige Entwurf wurde im März 1937 festgelegt, nachdem zuvor 23 Vorentwürfe durchgearbeitet und mehr als 50 Modelle in den Schleppversuchsanstalten erprobt worden waren. Von Beginn an war man entschlossen, eine schwere Artillerie von bisher nie erreichtem Kaliber einzusetzen. Die Wahl fiel auf ein 45,7 cm Schiffsgeschütz. Es waren die schwersten, die jemals auf einem Kriegsschiff zur Aufstellung gelangten. Insgesamt waren zunächst 4 Schiffe dieser Klasse vorgesehen, von denen die beiden ersten unmittelbar nach Abschluss der Entwurfsarbeiten in Auftrag gegeben wurden, während die beiden anderen erst 1940 folgten. Der Bau der Schiffe erfolgte unter strengster Geheimhaltung und von der Öffentlichkeit kaum bemerkt. So wurde die Helling, auf der Musashi heranwuchs, mit einem Vorhang von Sisalmatten umgeben, der 2,7 Kilometer lang war und mehr als 400 Tonnen wog. Auch das Baudock mit der Yamato wurde entsprechend abgeschirmt. Mit dem Bau der Yamato war am 4. November 1937 begonnen worden, mit dem des Schwesterschiffs Musashi am 29. März 1938. Auch die Stapelläufe der beiden Riesen, Yamato am 8. August 1940 und Musashi am 1. November 1940, erfolgten ohne großes Zeremoniell in aller Stille. Am 4. Mai 1940 erfolgte dann noch der Baubeginn für das dritte Schiff der Yamato-Klasse, der Shinano. Sie wurde später als Flugzeugträger fertiggestellt. Das vierte und letzte Schiff dieser Klasse wurde wohl am 7. November 1940 begonnen, jedoch nur noch zu 30% fertiggestellt. Material- und Facharbeitermangel führten zur Einstellung aller Arbeiten. Ausrüstungszeit und Probefahrten verbrauchten nun viel kostbare Zeit. Erst einige Tage nach Kriegsbeginn, am 16. Dezember 1941, konnte die Yamato deshalb in Dienst gestellt werden. Mit der gewaltigen Einsatzverdrängung von 72.809 Tons erreichte der 263 Meter lange Koloss immer noch beachtliche 27 Knoten. Allein der Tiefgang belief sich auf 10,4 Meter. Als größte und modernste Einheit wurde die Yamato nun zum Flottenflaggschiff von Admiral Isoroku Yamamoto. Das Schwesterschiff Musashi benötigte noch bis zum 5. August 1942. Dann kam auch hier die Klarmeldung für das zweite Super-Schlachtschiff. Nach dem Verlust von 4 großen Trägern in der Schlacht bei Midway im Sommer 1942 entschlossen sich die Japaner, das dritte Schiff dieser Klasse, Shinano, nicht mehr als Schlachtschiff, sondern als Flugzeugträger fertigzustellen. Die Umbauarbeiten kamen jedoch nur schleppend voran. Der Stapellauf konnte erst rund 2,5 Jahre nach Baubeginn, am 11. November 1944, erfolgen. Nur 8 Tage später, am 19. November, wurde Shinano bereits in Dienst gestellt.